Heute um 5.30 Uhr nachts war das große Dragon Quest Event zum Jubiläum der Serie, wo sie 6 neue Spiele angekündigt haben und auch ein bisschen Merch und sowas vorgestellt haben. Und ich habe mich natürlich hingesetzt und mir das Event live angeguckt. So als Dragon Quest Fan muss man sowas halt machen. Und möchte euch heute kurz präsentieren, was alles angekündigt wurde und wie meine Meinung dazu ist. Also würde ich sagen, fangen wir ohne große Umschweife an. Bevor das eigentliche Event für uns losging, gab es noch bloß im japanischen Livestream einen weiteren Teil quasi, der schon 5 Uhr losging. Und bei uns ging der Stream eben erst 5.30 Uhr los, wo sie Sachen gezeigt haben, die bloß für Japan relevant waren. Das heißt, da gab es ein paar Updates für irgendwelche Mobile Games, die es nur in Japan gibt, wie zum Beispiel Dragon Quest Rivals. Und generell einfach so Sachen, irgendwelcher Merchandise, der gezeigt wurde, den es bloß in Japan gibt. Und generell halt sowas in der Art. Also, wie gesagt, nichts, was irgendwie relevant für uns war. Deswegen habe ich den Teil auch nur durchgeskippt und nicht geguckt. Vor allem, weil es da auch keine Übersetzung für gab, sondern bloß japanische Texte und Stimmen und so. Und deswegen habe ich das einfach übersprungen quasi und habe dann erst 5.30 Uhr eingeschaltet, als auch die Übersetzung für uns anfing. Die war live gemacht. Da auch mal großen Respekt an die Übersetzerin, die halt gleichzeitig 2 Personen quasi übersetzen musste. Halt zum einen den Host dieser, ich nenne es mal Talkshow ja irgendwie, weil da hat der Yuji Horii die ganze Zeit ausgefragt quasi. Und halt, ja, wie gesagt, Yuji Horii, der eben da auch dabei war. Das erste Spiel, was sie angekündigt haben, hat irgendwie keinen richtigen Namen bekommen, für uns zumindest. Im Japanischen heißt es Dragon Quest Keshi Keshi. Die Übersetzerin hat irgendwas gesagt mit Dragon Quest Eraser. Ich habe keine Ahnung, ob das der wirkliche Name ist. Jedenfalls, zeigt das ganz gut, was das Spielprinzip ist. Wir haben noch kein wirkliches Gameplay gesehen, bloß so einen vorgerenderten Trailer quasi. Und man spielt quasi, also ich stelle mir das so vor wie so ein typisches Mobile-Game, wo du halt anhand des Trailers, gerade das ist einfach mal, wo du diese ganzen Symbole quasi verschiebst und dadurch einfach irgendwas passiert auf dem Screen halt. Du hast diese kleinen Radiergummi-Symbole, die halt die Monster darstellen, und wenn man 3 von denen zusammenbringt, dann passiert irgendwas. So Spiele gibt es ja massenhaft fürs Handy. So wirkt zumindest das, was halt in diesem vorgerenderten Gameplay zu sehen war quasi. Und ja, wie gesagt, die Übersetzerin hat irgendwie keinen offiziellen englischen Namen genannt. Ich weiß nicht, ob es bei uns auch Dragon Quest Keshi Keshi heißt oder ob der noch nicht entschieden wurde, weil dieses ganze Event, ich bin ganz ehrlich, es wirkte irgendwie nicht gut durchgeplant. Zumindest halt für unseren Teil nicht, weil wie gesagt, die Übersetzung hat irgendwie live übersetzt. Ja, hat wahrscheinlich nicht mal ein Skript oder sowas bekommen und dafür hat es echt gut gemacht, aber wie gesagt, das hat für uns so ein bisschen komisch gewirkt einfach irgendwie. Aber egal. Nachdem sie Dragon Quest Keshi Keshi gezeigt haben, was ich halt, ja, okay finde, ist jetzt kein Spiel, worauf ich mich mega krass freue, aber ich sag mal, so für zwischendurch ist es bestimmt mal nett, kann man mal so ein paar Runden spielen, so ein bisschen was machen. Ich habe zum Beispiel damals auch Pokémon Shuffle immer ganz gerne in Halle gespielt auf dem Handy. So, wenn ich mal irgendwie auf die Bahn gewartet habe, habe ich das kurz angemacht, so ein bisschen so ein Level gespielt und das war's dann. Genauso kann ich mir das auch für das Spiel vorstellen, dass ich das immer wieder spielen werde, aber jetzt, wie gesagt, nichts, wo ich mich krass drauf freue oder so. Einfach so ein Zwischendurchspiel. So, gut, kommen wir zum nächsten Spiel, was mich ein bisschen auf verschiedene Weisen getriggert hat, sage ich mal. Nämlich Dragon Quest X. Ich saß erstmal hier und dachte mir so, Moment, kündigen die jetzt einen westlichen Release an? Das machen die nicht, oder? Und so die ersten Trailer-Sekunden dachte ich mir so, Alter, das machen die jetzt nicht, oder? Oh mein Gott. Und dann wurde japanischer Text eingeblendet und mir war sofort klar, okay, es ist ein Trailer mit bloß japanischem Text. Ich meine, für unsere Version hätte man das ja zum Beispiel irgendwie, austauschen können, den Trailer, wenn es für uns gewesen wäre. Wobei man auch sagen muss, dass alle Trailer bloß mit japanischen Texten waren. Also, ist das eigentlich gar kein großes Zeichen dafür. Aber als ich ja gesehen habe, dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, den Trailer zu setzen, dachte ich mir so, okay, gut, es ist irgendwie bloß japanischer Content. Ich hatte zwar noch so ein bisschen Hoffnung, aber je weiter der Trailer fortgeschritten ist, umso weiter dachte ich mir so, okay, nein, das ist bestimmt bloß für Japan. Und dann war der Trailer vorbei. Ich saß und dachte mir so, Alter, das sieht schon geil aus. Vor allem, weil sie halt auch so einen kleinen
Recap gemacht haben, Dragon Quest X ist ein MMO und das Spiel bekommt ja verschiedene Versionen immer, genauso wie auch Final Fantasy 14 zum Beispiel immer mehr Patches bekommt und halt Versionsupdates mit Version 1, erst Realm Reborn, dann kam Heavensward raus, genauso ist es eben bei Dragon Quest X auch, dass da immer weitere Versionsupdates kamen und vor allem, weil sie eben so einen kleinen Recap aller Versionsupdates gemacht haben, hatte ich so ein bisschen diese klitzekleine Hoffnung, dass das eventuell für uns rauskommt, aber nein, es ist wirklich bloß ein Trailer auf Japan gewesen, es stand dann auch da, klein in der Ecke, es ist keine Übersetzung, oder es ist keine Veröffentlichung für den Westen geplant, ja, halt erst nicht mitten im Trailer, sondern erst nach dem Trailer, nachdem halt noch so ein Typ da war und erklärt hat, ja, das ist Dragon Quest 10, Version 6 kommt raus. Und erst danach haben die eben, wie gesagt, gesagt, das kommt nicht in den Westen. Und ich frage mich halt, warum zeigen die das dann in dieser Präsentation? Wisst ihr, das ist halt, die machen so eine extra Präsentation für den Westen. Die machen sich die Mühe, wirklich das alles auch live zu übersetzen und so, dass wir das auch im Westen gucken können und nicht nur die Japaner. Warum machen die dann diesen Trailer nicht in den Japan-Only-Teil, den es ja extra vorher gab? Warum muss das im Teil angekündigt werden, der für alle ist? Das gibt doch irgendwie ein ganz komisches Bild drüber, oder nicht? Also finde ich zumindest, es wirkt einfach komisch, wenn halt manche Spiele nur Japan-exklusiv sind, manche nicht. Vor allem, wenn es eben vorher einen Japan-exklusiven Teil gibt. Aber okay, wie gesagt, der Trailer sah mega cool aus. Ich würde es gerne spielen, aber ich kann kein Japanisch. Und ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie mit Google Übersetzer durchzuquälen oder so. Möchte ich nicht. Deswegen, ja, werde ich es wohl niemals spielen können. Außer, die nächste Ankündigung kommt zu uns. Nämlich eine Offline-Version von Dragon Quest X. Das ist nämlich genau das, was schon mal vor ein paar Jahren irgendein Typ von Square Enix in einem Interview gesagt hat, dass es doch cool wäre, wenn irgendwie die Leute im Westen, die halt Dragon Quest X nicht als volles Spiel bekommen, weil man halt immer denkt, ich kann nicht reden, sorry, weil man immer bedenken muss, dass das Spiel so groß ist, so viel Text hat und deswegen das ein riesiges Unterfangen wäre, das für uns zu setzen. Vor allem, wenn es eben schon 6 Versionen gibt, das alles zu setzen wäre viel zu viel. Da hat er damals gesagt, wie wäre es denn, wenn es so eine Offline-Version quasi gibt, wo dieser ganze Online-Kram nicht versetzt werden muss und so, wie wäre es damit? Und genau das haben sie jetzt quasi angekündigt. Aber, hier kommt der Witz, es ist bisher nicht bestätigt, dass das Spiel zu uns kommt. Es steht nur da, oder es wurde nur gesagt, dass sie sich bemühen, das Spiel für Japan bis 2022 rauszubringen. Es stand nicht da, dass es bei uns rauskommt. Dazu sei gesagt, bei allen späteren Spielen haben sie dazu gesagt, Worldwide Release, bei dem aber nicht. Und deswegen denke ich so, wird wahrscheinlich nicht zu uns kommen. Aber man muss auch sagen, anders als beim normalen Dragon Quest X stand halt nicht in der Ecke da, dass das Spiel nicht zu uns kommt. Also vielleicht gibt es noch Hoffnung und sie haben es bloß vergessen, irgendwie dazu zu sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde es jedenfalls unfassbar doll feiern, wenn das Spiel zu uns kommen würde. Es sieht halt nicht aus wie aus normaler Dragon Quest X. Es hat so einen Chibi-Art-Style irgendwie. Es sieht ganz anders aus, aber ist mir vollkommen egal. Ich möchte halt einfach nur die Story erleben. Ich möchte Dragon Quest X erleben, was in dem Spiel abgeht. Mir ist vollkommen egal, ob als MMO, weil ich MMOs persönlich eh nicht so sehr mag. Ich möchte einfach bloß die Story und mein schönes Dragon Quest Gameplay erleben. Und das ist mir vollkommen egal als MMO. Und deswegen wäre ich voll okay damit, wenn bloß diese Version zu uns kommen würde. Und nicht das MMO. Deswegen, ich hoffe, bitte, Square Enix, gebt uns diese Version. Wenn ihr die schon extra macht, gebt uns doch bitte diese Version. Mann, ey. Es wundert mich auch, dass irgendwie der offizielle Dragon Quest Account nichts mehr geschrieben hat. Der hat bloß geschrieben, ja, jetzt ist der Stream live und ansonsten nichts mehr. Es gab sonst nichts. Normalerweise, wenn ich zum Beispiel, wenn es einen Nintendo Direct gibt oder sowas in der Art, oder eine State of Play bei Sony, dann posten die Twitter-Accounts von denen doch immer auch gleichzeitig das, was gerade angekündigt wird. Bei Dragon Quest war es nicht so. Also, hä? Ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Ich finde es jedenfalls sehr komisch. Und es wurde auch nichts dazu gesagt, für welche Konsolen die Version eigentlich rauskommt. Also, da habe ich auch keine Ahnung. Mal gucken.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das irgendwie für die Switch kommt oder PS4 oder 5 oder sonst was. Keine Ahnung. Ich hoffe nur inständig, dass es zu uns kommt. Gut, danach wurden Sachen angekündigt, die ich unfassbar geil finde. Nämlich Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Das ist ein Remake von Dragon Quest 3, wer hätte gedacht, in der Engine von Octopath Traveler. Also dieses HD 2D ist auch von den gleichen Leuten wie Octopath. Und das finde ich unfassbar geil. Ich finde es richtig, richtig super, dass diese Engine jetzt eben auch für andere Spiele als Octopath benutzt wird. Und für so ein Spiel wie Dragon Quest 3 passt das eben unfassbar gut, weil das ist halt ein NES bzw. in der Remake-Version SNES-RPG, was halt schon damals sehr cool im Pixel-Style aussah. Und das jetzt in so einer quasi halben 3D-Optik irgendwie zu sehen, in HD und 2D und wie auch immer es heißt, ich finde es echt nice. Es sieht unfassbar gut aus. Also wirklich, da haben sie wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, diesen Stil gut umzusetzen. Und da wurde auch explizit gesagt, sie planen das weltweit zu releasen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie zugesagt wurde, dass das weltweit gleichzeitig rauskommt, aber sie planen es auf jeden Fall weltweit zu releasen. Keine Ahnung wann, dazu wurde noch gar nichts gesagt, aber ich freue mich darauf. Und der Witz ist, Yuji Horii hat auch angeteasert, dass uns eventuell auch eine Überraschung für Dragon Quest 1 und 2 erwartet. Und dann wurde im Stream quasi so gepfiffen, als ob irgendwer von Quenix da so im Hintergrund steht quasi und halt sagt, ah Moment, das darfst du gar nicht sagen, warte, stopp. Das fand ich so lustig einfach irgendwie. Und ich denke, ich weiß, ich habe das geplant vor, das anzuteasern, weil Yuji Horii macht sowas sehr gerne, dass er irgendwie so Informationen anteasert, die eigentlich gar nicht gesagt werden sollten. Und deswegen, fand ich das lustig irgendwie. Aber ja, eventuell, wenn das Remake gut ankommt, erwartet uns vielleicht ja auch so eine Version von Dragon Quest 1 und 2. Ich würde es mega feiern, weil die Spiele eben auch so ein Remake verdienen würden und auch gebrauchen können. Vor allem Dragon Quest 2, was halt eine unfassbar seltsame Difficulty Spike hat, wo das Spiel anfangs noch recht okay ist und dann plötzlich mega krasse Schwierigkeiten ansteigt und man leveln muss und so. Und das ist halt einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen wäre es voll cool, eben so ein Spiel in der heutigen modernen Zeit nochmal gut spielen zu können. Und deswegen würde ich es sehr cool finden, wenn Dragon Quest 1 und 2 auch in so einem Remake erscheinen würden. Sie haben Dragon Quest 3 genommen, weil das eben das eins der beliebtesten Dragon Quest Spiele ist. Und deswegen bin ich da auch voll bei. Ich freue mich drauf. Ist auch definitiv von den SNES-Spielen das Beste wahrscheinlich für mich persönlich. Deswegen, ich bin gespannt. Dann haben sie Dragon Quest Treasures angekündigt, was das Spiel mit Erik und Mia, beziehungsweise sie heißt ja eigentlich Mida im Deutschen. Ich habe in meinem Spekulationsvideo immer Mia gesagt, obwohl sie im Deutschen eigentlich Mida heißt. Warum auch immer man diesen Namen ändern musste. Ich finde, Mia klingt tausendmal besser als Mida, aber okay. Das Spiel mit Erik und Mida, wo oder was anders als gedacht kein Dragon Quest Monster Spiel ist. Weil das war damals so. Das glaube ich einfach nur angekündigt wurde, dass Erik und Mia halt in das Spiel reinkommen, aber ich glaube, es wurde gar nicht explizit gesagt, dass das Dragon Quest Monsters ist. Das war einfach nur das, was die Fans irgendwie vermutet haben. Und jetzt haben wir eben die Bestätigung, es ist kein Dragon Quest Monsters, es ist Dragon Quest Treasures und das sieht sehr spannend aus. Es wurde auch in der Präsentation gesagt, dass es ist irgendwie schon ein RPG, aber halt nicht im traditionellen Stile. Und deswegen bin ich gespannt, was das genau wird auf jeden Fall. Und vor allem freue ich mich darüber, einfach so ein bisschen mehr Backstory zu Dragon Quest 11 zu bekommen, zu den beiden Charakteren zu bekommen, weil Erik und Mia zwei meiner liebsten Charaktere aus Dragon Quest 11 sind. Und deswegen bin ich da sehr gehypt drauf. Das Spiel sieht echt nice aus. Und da haben sie auch gesagt, also der Typ, der das vorgestellt hatte, konnte irgendwie gar nichts zu sagen. Er durfte nicht sagen, für welche Plattform es rauskommt. Der durfte irgendwie nicht sagen, wann es erscheint. Also wir wissen noch gar nichts quasi, bloß, dass es kommt. Und es sieht für mich so ein bisschen nach so einem Switch-Spiel aus, ehrlich gesagt, so von der Grafik her. Aber mal gucken. Ich will ja gar nichts vermuten irgendwie. Wir werden es sehen. Danach wurde noch gesagt, weil eben der Host auch nochmal gefragt hat, ich weiß den Namen von dem Host dieser Show vergessen,
ob das denn ein Dragon Quest Monsters Spiel ist, dass Dragon Quest Monsters auch noch ein Spiel quasi bekommen wird. Also Yuji-Horii ist wieder am Teasern. This is not a Monsters new title, right? No, no. We're going to have another Monsters one, but Yokota-san, oh yes, who created Monsters, is going to work on a Monsters series. Oh, so that's another thing that's going to be announced, you know, in the future. Okay. Alright, so then let's all look forward to that piece of news too. Es wird noch irgendwann ein Dragon Quest Monsters Spiel, wahrscheinlich dann zum 25-jährigen Jubiläum der Serie kommen. Hat er halt auch angeteasert, wo die Leute halt aktuell dran arbeiten. Aber dazu hat er eben nichts weiter gesagt, einfach nur kurz angeteasert, es kommt vielleicht noch ein Dragon Quest Monsters, wer weiß. Genau, finde ich cool auf jeden Fall. Und ja, weiter am Text zur letzten Ankündigung. Und zwar Dragon Quest 12. Da ist es. Wir haben alle darauf spekuliert. Es war eigentlich jedem klar, irgendwas wird passieren. Und wir haben nur ein Logo-Reveal bekommen. Das war mega cool gemacht. Wir haben halt quasi so eine Erdfläche gesehen, wo plötzlich Feuer war, was so ein X gebildet hat. So eine Strich halt, quasi die römische 11. Und plötzlich kam noch so ein Strich durch, bam, 12. Und das sah mega cool aus. Und das Logo sieht ganz anders aus als die Dragon Quest Logos bisher. Der Host der Show meinte auch, dass das einen viel erwachseneren Vibe von sich gibt quasi. Und Yuji-Horii meinte auch, dass das Spiel sehr auf Freiheit basiert, sag ich mal. Beziehungsweise auch darauf, dass man selbst entscheiden kann, wie man spielt. Da bin ich sehr gespannt, wie genau er das meint, weil ich weiß, dass der gute Mann sehr beeindruckt vom BOTW war und das Spiel auch gerne gespielt hat. Das hat er mal in irgendeinem Interview gesagt. Und wer weiß, vielleicht hat er sich davon so also ein bisschen inspirieren lassen und wir bekommen Open World Dragon Quest. Das war auch so ein bisschen meine Spekulation. Und ja, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Außerdem wurde gesagt, dass es Änderungen am Kampfsystem geben wird. Er hat extra gesagt, es wird weiterhin turn-based sein, aber scheinbar wird es irgendwelche Änderungen geben. Was genau, konnte er noch nicht sagen, durfte er nicht sagen und genauso durfte er auch nicht sagen, für welche Hardware es rauskommt. Da wurde er wieder zurückgepfiffen. Er hat die Frage bekommen vom Host und dann wurde er wieder gepfiffen, das darfst du nicht sagen, stopp. Das finde ich so lustig, einfach irgendwie. Aber okay, da bin ich echt sehr gespannt drauf, mehr zu dem Spiel zu erfahren. Und vor allem, weil auch dazu explizit gesagt wurde, dass sie versuchen, erstmals einen gleichzeitigen weltweiten Release zu gewährleisten. Was ja bisher bei Dragon Quest nie der Fall war, da kam das Spiel immer zuerst in Japan raus und dann halt erst bei uns ein Jahr später oder so. Und diesmal versuchen sie es weltweit gleichzeitig rauszubringen. Also ich bin sehr gespannt, wann wir mehr Infos bekommen. Vielleicht direkt zur E3, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall Bock und freue mich unfassbar darauf. Vor allem, weil es eben ein bisschen erwachsener werden soll, scheinbar. Und ich bin gespannt darauf, die Änderungen im Kampfsystem zu sehen. Und ich hoffe, dass das Spiel gut wird. Gut, und das war auch alles, was wir gezeigt haben. Mehr gab es nicht zu sehen. Fassen wir noch kurz zusammen, das Dragon Quest Keshi, was so ein Mobile-Spiel ist, wo man, wie gesagt, so ein Puzzle-Mobile-Spiel halt. Dann Dragon Quest 10 Content, der für uns irrelevant ist. Dragon Quest 10 Offline, was eventuell bitte zu uns kommt. Dragon Quest 3 HD 2D Remake, was mega nice aussieht, wo ich mich sehr drauf freue. Dragon Quest Treasures, was ein RPG nicht im traditionellen Stile ist, mit Mia und Erik aus Dragon Quest 11 als Charaktere. Und ja, Dragon Quest 12, was irgendwann rauskommen wird. Ich bin unfassbar gespannt darauf und ja, bedanke mich fürs Zugucken, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns demnächst wieder in weiteren Videos. Am Sonntag kommt das nächste Original, das kann ich definitiv sagen, weil ich da aktuell schon dran arbeite und das wird ziemlich cool. Danke fürs Zugucken, tschüss.